Mit der Fiedel und der Fiedel, wie der klingt bei jeder Schiedel. Mama losch, es ist der Hammerchaie. Kläs mir ein, die Kecha kommen, spielen jüdische Nigunem. Zwischen alten Lieder spielt ne Neue. Kotsche, viele Schlange schwiegen, singen mir mit Vergnügen. Jeder Weihe tänzen, Mutter. Sommer fällt der Gramm zum Lidl, zieh es drunne bei dem Fiedl, singt man unter Chiribiribo. Sommer fällt der Gramm zum Lidl, zieh es drunne bei dem Fiedl, singt man unter Chiribiribo. Chiribim, Chiribam, es singt was unter Ziehen, einem Chiribim, Chiribam, vor keinem Licht nicht schämen, Chiribim, Chiribam. Schönen Dank dir, Schal, was du hast mich verbeten. Ich heiße Sal Heber-Chibowski und ich bin der Direktor von Pariser Jiddisch Center. Und du hast mich verbeten zu reden wegen ein paar Aktivitäten, was wir geben da bei uns im Center. Und also wollen wir verbeten euch, die Mitglieder von Jiddisch Pur Lenül, aufzukommen und öfter kennt ihr noch nicht unser Center, es wird seine Gelegenheit für euch zu kommen und sich zu bekennen mit unseren Aktivitäten. Will ich reden bloß wegen drei Aktivitäten, was kommen in der kommenden Zeit. Kodem Kol will ich reden wegen dem 23. Mai, was ist Aschabes. Und in Dreiersäger wird man braven bei uns dem 99. Jahrzeit von Sholem Aleichem, der größte jiddische Mechaber, der größte Humorist von der jiddischen Literatur, was hat geschrieben in dein Zavoe, wenn er ist, als wenn er wird nicht mehr sein mit uns Lebediker, wird man, hat er gewollt, dass man soll lehnen von seinen Erzählungen alle Jahre. Und er hat auch viele geschrieben, es soll sein, auf wie man soll verstehen, das heißt, nicht bloß auf Jiddisch, euch auf andere Sprachen, der Riker soll der Eulen verstehen, was er erzählt. Und also, wie alle Jahr, wollen wir vorlehnen von seinem Werk, ich auf Jiddisch, ihr Französisch. Das heißt, Herschel Grant wird vorlehnen seine der Mocker, das heißt der originelle Text auf Jiddisch, und Anik Primargulis wird vorlehnen die Übersetzung auf Französisch. Und das ist BMS eine gute Gelegenheit zu hören ein bisschen Jiddisch und euch verstehen, was ist da der Original und noch die Übersetzung. Und der Reingang ist frei. Man kann kommen und es kostet gar nichts. Ihr könnt BMS kommen, beginnen auf sich zu bekennen mit dem Center. Haben ein bisschen Jiddisch, haben ein bisschen Mameluschen und ich kann euch sagen, als alle Jahre des BMS sehr geraten, sehr fein, sehr interessant, sehr komisch und kodem kol das Jiddisch von Herschel Grant, was wird vorlehnen, ist mamesh a heimischer Jiddisch, mamesh a mechaie zu hören, wie er redt. Also das, wie gesagt, kommt vor dem 23. Mai, Schabbes, Dreiersäger. Jetzt will ich reden wegen einem Monolog, einem theatralischen Monolog, was ist geschrieben, das heißt, er ist basiert auf einer Novelle von einem Mechaber, einem jüdischen Mechaber, was heißt Boris Sandler. Boris Sandler ist der Redaktor von einem New Yorker Vorwärts, das ist bis dahin die wichtigste Zeitung, jüdische Zeitung in der Welt. Und das ist eine Novelle, was man hat bei uns adaptiert, das heißt der Träumtheater und Charlotte Messer, die Regisseurin, sie hat adaptiert die dosige Novelle auf einen Monolog, was spielt dieselbe Anik Primargulis, was ist Gora, begabte Akteurin. Das ist, ich will euch lehnen, wegen was ist die Dosik
Drame, das ist der, wegen, was ist der Dosiker Monolog? Das ist in Seite 6 in unserer Broschüre. Ah, eine Minute, aber auf Jiddisch, ja, auf Jiddisch habe ich das in Webor. Sarunje, an Altitschke, hat Eule gewähnt noch ein ganzes Leben in Bessarabie. Das heißt, Eule gewähnt kein Medina Sisruim. Sie bleibt allein, wenn die Kinder vorne weg sich zu besetzen in andere Länder. Eine junge Frau kommt sie interviewieren und das wird aufwecken bei ihr sich Reunes. Das ist bei mir ein Drama wegen einem ganzen Dorf von jedem, was tragen bei sich sehr bittere und schwere sich Reunes von der Milchome, was proben zu halten ein Leben, sehr oft allein, wo die Mischproche ist zerteilt, zersät und zerspreit in der ganzen Welt. Und das ist nicht kein komischer Monolog, das ist gar verkehrt. Das ist sehr, man wollte kein sagen, tragisch, aber sehr rührendig, sehr gut gespielt, sehr interessant. Ich lege euch vor, man hat schon gehabt 4 Vorstellungen das letzte Jahr und das Jahr wird man haben noch ein paar Vorstellungen und die 2 Vorstellungen, was kommen noch, Bekorev, das sind 2 Vorstellungen, Schabbes dem 30. Mai, 4. Säge und Sonntag dem 31. Mai, 7. Säge. Und der Monolog heißt, auf Jiddisch heißt es, auf einen Halbweg von Bankschaft. Amisha Madula Nostalgie. Gut. Ja, die dritte Sache, was ich vielleicht alle herzlich verbeten auf dem, ist unser Sommerprogramm. Alle 3 Jahre wird Paris, lädt Paris ein, alle jüdischen Talmidim von der ganzen Welt auf ein intensiven Sommerprogramm, was dauert 3 Wochen, das ist in der Ermessen ein kurzer Programm, unter der pädagogischen Anführung von Yitzchok Liborski. Ein paar von euch haben schon gehört von dem, andere, was kennen noch nicht, ist wichtig zu sagen, dass unser Yitzchok Liborski ist verantwortlich für dem jüdischen französischen Wörterbuch und andere wichtige pädagogische Materialien und wichtige Bücher, ein von den wichtigsten ist ein Wörterbuch von Loschen Kodesh Stammige Wörter, was ist ein Wörterbuch, was öfter für Onhebers ist noch nicht so wichtig, nur Menschen, was gehen weiter in der Sprache, für sie ist es sehr schwer, sehr oft die Loschen Kodesh Stammige Wörter in Jiddisch, das heißt Wörter, was kommen von Hebräisch oder von Aramisch, אז אלכה ורטר ולחיים, נור, אסך ורטר וסמבייסטיש וזיימנן, דוסיס הוורטר בו, נור, בלויס פונדי ורטר, מיטה הדפיניציה, הדרקלרונג, אף יידיש, דוסיס אין אנדר ורטר וס ידר אינר כן פרשטיין, דוסיס אונזר יצחוק ניבוסקי וסיס דר פדגוגישר און פירר פון דם זומר פוגרם, את וט קומן אויך Lehrer von anderen Ländern, von Belgien, von England und euch Lehrer, die sind schon ein Teil von der pädagogischen Gruppe hier bei uns im Pariser Jiddisch Center. Es wird sein intensive Jiddischkursen 3 Wochen mit verschiedenen Werkstätten in Nachmittag. Das heißt, eine Gesangwerkstatt, התיאטר ורשתת, אוי חשמואס ורשתת, עושה איסה קונברסציה, הכוכן ורשתת, פירונגן עם פריז, ועושה איזה אפשר אינטרסנטר פון מנשן וסקו ונפון דרויסן, אפשר שזה אוי חמנשן יידיש פור לנול, ועושה זה נניש פון פריז, ועושה זה באמת אינטרסנט פרזי צוקומן, כן פריז, אף דרי ווכן, ולבן, das heißt, der Leben Jiddisch auf gar einen intensiven Eufen
בשעת הזומה פרוגרם, על הפרוטים, אפשר דרך זוג נזון זר זומר פרוגרם, הייבט און דם 20. יולי, ביזן 7. אוגוסט, ינגה תלמידים קנן בטנה סטיפנדיה, און ירקן גפינן על הפרוטים, אי וגן דן זומר פרוגרם, אי וגן על האנדרה אקטיביטטן אין אונזר וב עוד, www.yiddishweb.org, וירקן את אויך ארופלודן אונזר ברושור, ווסיז ידר טרימסטר ענייהם, ענייה ברושור, ווסירקן את פושט ארופלודן אונזה, ווזנן די אקטיביטטן ווסקומן פור אין צנטר, איכוף, אז איכוול... בגגנן, מנשן, פון יידיש פור לנול, ווס וולטן גקומן אף אונזר אקטיביטטן. איך הוף אז שרל וט מכפר בטן נוח המול, אז איך זול קומן און רד מיט אייך, און דרצל וגן דוס ווס מתות זיך דו אין פריז אף יידיש. זייט גזונט.